Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 together auf der Erlenberg Map, aber diesmal mit den Glicky. Hallo. Ja, kurz zur Erklärung: das, was jetzt bei Tino kommt, haben wir eigentlich aufgenommen. Nur leider. Und so, und deswegen müssten wir es halt nochmal neu machen, weil scheiß Technik und so. Nur leider und so habe ich jetzt noch verstanden. Ja, danach habe ich das simuliert, als wie wenn keine Tonspur da wäre. Ah. Hast du gut gemacht. Ne, sag ich auch. So, du nimmst den Johnny, dann nehme ich den. Ne, ich mir gucken, ob das funktioniert, ey. Ja. Klicke im Ende nämlich, man kann Feld so und so dann und so und so. Und da gucken wir einfach mal. Ich dachte, bis das ging. Wir versuchen das einfach mal. Schluck auf. Oder hast du dich festgefahren? Naja, ich bin gegen die Rundballen gedonnert. Und stabile Ballen. Ja, ne, die haben sich ja auch. Auf den Straßen wird er langsamer. Das kann gut sein, ja. Er schafft jetzt gerade noch 17 km. Das kann wiederum nicht sein. Allrad an, aus. Hat er nicht. Also ich kann mir den Johnny meines Erachtens nach schnell fahren. So halt, hat er gar keine. Jetzt fährt er wieder schneller. Jetzt fährt er 25, 22, jetzt geht's wieder runter. Ja, sorry, aber da steht noch ein Grubber. Ja. Wir müssen irgendwie weiter rechts rüberkommen. Naja, richtig. Naja, da vorne, dann rechts und dann kommst du über die Brücke drüber. Dann passt ja alles. Ich will gar nicht über die Brücke, nicht weiter links runter. Wir müssen rechts hoch irgendwie. Naja, rechts jetzt. Oh, so steil. Ich denke, du kennst die Map. Ja, aber das sieht alles anders aus wie da, wo ich es gespielt habe. Da hattest du hier jetzt die Brücke, wo wir jetzt drüber gefahren werden, die war da überhaupt nicht da. Die musstest du dir erst bauen. Mhm. Da war hier, wo die Parkbucht war, wo das P-Schild war, standet da hier Betonmischer und so ein Mist. Da musstest du erst wie Material ranfahren, also oder Geld bezahlen. Mhm. Also du konntest dort und so nicht drüber fahren. Mhm. Du musstest quasi ganz hinten rüber vorne machst. Willst du überholen? Ich brauche die Maschine ja so oder so vor Ort, ne? Also von daher kann ich ja auch. Na ja, umbauen. Ich wollte gerade sagen, bleib hinten am Schild dran, Vorsicht, Überlänge oder Schwerlast oder irgendwas und dann. Ich weiß gar nicht, was man beim Drescher hinschreibt. Was schreibt man beim Drescher hin? Bei Gulo Longo. Mhm. Und in Deutschland? In Deutschland nur eine große Stüberlänge. Also. Guck, hier hat jemand Gras gemäht. Ja. Aber nicht aufgesammelt. Na klar, oh, Alter, ich könnte die da manchmal schlagen. Ja, das ist einfach wohin gelegt. Na, ich hab's gemäht, er hat's. Da wollte er unbedingt mähen, ja, da hatte ich dann noch so keine Ahnung, also. Aber du hast doch mit dem Großen gemäht, oder? Na klar. Ja, was hat ein Tino gemacht in der Zwischenzeit? Er wollte mähen und da hatte ich dann noch so ein kleines Stickel, also so, was weiß ich, noch 5 Meter vorne, dann war die Wiese fertig. Dann hab ich schon gesagt, ja, er soll nicht so viel erwarten, aber er kann mähen. Hat er sich gefreut, das ist ein reiches Bitch, ne? ich hab ihm gesagt, er soll sich nicht so viel davon erhoffen. Er hätte mal vorher sagen können. Ja. Aber wozu habt ihr das Gras gemacht? Für Silage, weil wir gleich auf Tierzucht dann auch gehen wollten. Ach auch. Und da wir nicht so die Kohle aktuell haben für, also nach dem Raps vielleicht schon. Achso, siehst du, der PDA-Fix fällt ja zum Beispiel, wenn du hier durchschalten tust, aber vielleicht kennst du dich da mehr aus. Hier gibt's halt Verkaufsstellen wie Lohnmanns oder Sportute. Ja. Ja, da steht ja leider nichts da, was man da verkaufen könnte. Nee. Ich glaube, bei dem Zementwerk, das ist deswegen zum Beispiel auch so, weil du, wie ich das hier sehe, nicht mit kaufbaren Objekten gemacht hast. Richtig.
Da musst du, glaube ich, auch nicht anlöffeln. Deswegen brauchst du ja den Zement schon erstmal gar nicht. Ja, es geht um die Sportüte. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, was Sportüte direkt. Also, das kenne ich aus den alten Dingern jetzt auch nicht. Aber den Kompost, also die Blumen kennst du ja. Die Blumen hier kenne ich ja. Hier hinten ist die Wiese für die Mission zum Beispiel. Wenn du auf Mission machst, da ist eine Wiese drin, da du siehst die Mähen. Man. Wir haben doch noch Haufen im Lager. Das kannst du erstmal verkaufen. Hoffen wir mal. 36.000 alleine Weizen. Das haben wir den, ja, den mal abgeerntet, Alter. Das würde ich jetzt Noch hier nicht. 13.000 von irgendwas anderem. Hier war der Händler. Richtig, da fahren wir jetzt gerade dran vorbei. Wie schnell fährt das Ding gerade? Jetzt war der 18. Also der schnellste ist es nicht. Guck, hier haben wir noch einen Raps. Ja, fahren wir dran vorbei. Ich suche mal eine Stelle, wo ich den hier irgendwie. Na drüben auf Zelda. Ach ja, hier kommt noch eins. Muss ich da irgendwas erst lösen? Nee, ne? Nö, der fixiert selber. Aber sie ist ja fixiert selber, ordentlich drauflegen, dann passt das schon. Gut. Also einmal so. Flip. Das sind wir mal gespannt, oder? Also waren wir mal sehr gespannt, ja. Quatsch. Oder gibt's für den separates Schneidwerk dafür? Nee, ne? Obwohl, nehmen ja, wenn Das das ist ist ja ja, schon das ist was. normales Johnny hier und mit Rapsaufsatz 200 Leime drauf. Sehe schon, sehe schon. Ich glaube, ein Häcksler, na gut, der Häcksler ist ja eh relativ. Muss ich den erst aufklappen? Nee, ne? Klar, das ist nicht im Arbeitsmodus. Drücke M, wo Chef Activator steht. Warte mal, X. Arbeitsmodus? X. Bitch, bis nichts bei X. Ach, jetzt, ach, da klappt doch das kleine Rohr hoch. Na und die Brücke hier, Mensch. Treppe. Ne, das war ja jetzt ein richtig krasser Arbeitsmodus. Ja, der hat halt keine Abdeckung. Guck mal, wie er's erntet. Na gut, dann ernten wir halt nicht unseren Raps, sondern irgendeinen Raps, irgendeinen wildfremden Raps. Alter, das stiebt. Wunderbar. Naja, ich mach's mal die Ecke hier ein wenig weg. Na, wieso nimmt er das nicht hoch? Und trau ein bisschen. Ein Deutz hat ein ganz komisches Grün. Das ist nicht original, ist ein Mod. Also. Das ist ein deutsches Mod. Weil siehst ja die Rundumleuchten, die Blinker. Ja. Die man jetzt auf dem Feld unbedingt braucht. Ja, dass du mich siehst noch in den Staubgewirre. Jetzt machen wir mal rundherum. Und das wird gleich mal ein bisschen was. Nee, aber bevor ich frage, was habt ihr da eigentlich verpasst, beziehungsweise wissen wollt, was wir da nun im Endeffekt in der letzten Woche gemacht haben, muss er bei Dino vorbeischauen. Wie gesagt, bei ihnen haut halt alles hin. Da hört man mich auch. Also, es ist ja nicht so, ich habe mich ja mit Dino unterhalten. Bloß das Aufnahmeprogramm hat halt gesagt, die Tonspur, die mag ich heute mal nicht. So in der Richtung. Aber wir haben im Endeffekt ein paar Feld, das eine Feld gesät, geerntet, gepresst, Ballen gepresst, Ballen aufgeladen. Gegrubbert und gedüngt. Wir Frisch haben ja. aufgeladen, Ballen. Ja, Rundballen halt. Ich habe den Anhänger da, der da automatisch laden tut. Ach so, ich dachte so richtig mit Skill und so. Am Arsch. Also jetzt hier mit Heben, ne, und Senken und. Genau, mit Heben und Senken. Also hier Teleskoplader oder Ja, sowas. genau. Haben wir das Geld dafür. Weiß ich schon nicht. Wenn Das da ohne ist die Mod Firma auf habt. dem Gollmann, 54. Ja. Die Dinger, die habe ich mir so reingebastelt, so, und dann hieß es so, dann machen wir ordentlich. Keine Bank auf Hagenstedt hier drinnen, oder? Ne, nicht. Ja gut, das jetzt hier mit reinnehmen können, das ist ja Mod. Nur so, plupp. Ja, aber hab ich halt vergessen. Wir hatten am Anfang gar keine Mods, oder? Ah, doch, doch, das war ja klein bisschen Material bei klein 9. Ne, klein. Wo hatten wir denn ohne? Ach so, bei uns im Economy Times, ja. Da haben wir ja keine Mods drin. Würde ich schon nicht zumuten auf der Karte.
Auf unserer? Wenn ich das das die läuft ja jetzt schon teilweise ein bisschen ruckelig. Und dann noch mit einem Haufen Mods dazu mit hohem Polygonwert, ne? Bei mir ruckelt es dort nicht. Oh, naja gut, du spielst ja auf. Und du hast kein Aufnahmeprogramm noch, was andere extra zieht. Ja, nee, normalerweise, also wenn wir das andere spielen, dann stelle ich ja wieder um auf Very High. Very High. Very high. You are very high. Ich will mal. Manchmal. Ich will mal kurz gucken, was das hier kostet. 154.000. Was Very High? Nee, das Oder was Felde. kostet? Das ist ordentlich, oder? Ich glaube, es ist sogar das größte Feld, 15 Punkte, muss ich sicher. Ah nee, das ist das unterste Feld. Ich weiß gar nicht. Irgendein Feld kostet ja 1,1 Millionen. Was? Ja, das größte Feld hier. Wie gesagt. Fies ja, dann eh wert. Kannst ja beim Spawn, kannst du da ja alles kaufen. Hier gibt es ja auch alles, hier gibt es ja Schlachterdings, deswegen wollte ich halt dann mehr oder weniger gleich auf Tierzucht. Ich habe schon mal ein bisschen Mais zu den Karpfen oder durch den Lachs, keine Ahnung, was angebaut wird, gebracht. Da dürfen schon ein paar drin sein, und deswegen wollte ich halt auch relativ schnell hier auf Tierzucht gehen. Deswegen braucht man eigentlich halt Häckselgut, und ich bin der Meinung, mit Mais geht das halt schneller wie mit Wiese, und deswegen schwören wir jetzt halt auf zweimal Saatmaschine für Mais. Und dann geht's heiß, ja. Verstehst du? Ja, aber es sind ja zusätzliche Ausgaben, die nicht sein müssen, wenn du das mit Wiese genauso hinkriegst. Nö, das dauert aber dreimal länger. Und außerdem, wir haben einen Häcksler drinnen stehen, der uns, was weiß ich, am Tag, glaube ich, 600 Euro kostet. Könntest du ein schönes Mähgerät dafür kaufen? Wir haben den größten Mäher. Nee, den anderen Mäher, der gleichzeitig mit aufsammelt. Den L200. Ah, nee. Das ist ein gutes Ding. Der sammelt schnell, der fährt schnell. 50, wenn du nicht im Arbeitsmodus bist. Naja. Und da kriegst du einen Haufen raus. Und mit Wiese ist ja egal, ob du Wiese zu Silage machst oder Mais. Es hat am Ende denselben Wert. Nur deutscher Qualitätsmais kommt an unsere Tiere. Ja, Ich aber am denke. Ende willst du doch eh Mischfutter machen und nicht nur Silage. Das ist richtig, aber wenn die Qualität der Silage nicht stimmt, dann stimmt das ganze Mischfutter nicht, glaub mir. So, da schauen wir mal. Wir können mal tauschen. Schön, ne? Bleibt an, geht nicht aus. Schöne Maschine. Ja, ist normal, wenn du den, wenn du einfach überall den Zündungsmod neu haust, ne? Der ist schon drin. Also, das ist alles, der Mod ist so integriert, warum hast du ja nicht mal das Lenkrad vorgemacht? Das brauche ich auch nicht, weil ich Nee, so du lange hängst nach Arme vor, habe. ja, ich weiß schon, ja. Und außerdem, wenn das Gerät mit GPS funktioniert und eingestellt ist von Reihe zu Reihe, musst du nicht selber lenken. Das macht er alleine. Du Schlingel, du. Wieso ist denn hier der Wandlinger? Das erste, was ein Offel in der Karre. Ha! Das ist so. Wie bei EDS, ne? Naja. Immer, immer bling. Mein Dreck sind die Buden mit so einem. Oh. Ich fahr nicht bis vor an die Straße, da schäme ich mich. Das ist mir egal, ob die dich schämst oder nicht. Du kannst eh noch locker eine komplette Runde fahren. Weil der Mais ist, wie gesagt, der Mais. Der Raps ist nicht gedüngt. Ne, das stimmt gerade mal 55 Prozent. Und wenn ich das hier so sehe, ist es mit dem Sprit und nicht mehr gerade so rosig. Passt schon. 167 Liter hat er ja noch. Ja, dürfte reichen. Für was? Naja, für hier ein bisschen hin und her fahren und dann eh mal zurück, denke ich mal, reicht das schon. Was ist hier einmal zurück? Wir fahren von hier aus dann gleich aufs nächste Feld. Ja, wenn du das sagst. Musst du Einmal. kalkulieren, ob das geht. Ja, es müsste gehen. Ich glaube, zwischendrin war doch irgendwo eine Tanke. Da, wo der Dings ist, war doch irgendwo eine Tanke. Wo der Dings ist. Ja, wo der Händler ist, da noch ein Stück nach links, da war doch, glaube ich, irgendwo eine Tanke dann. Ich weiß nur, dass ich eine Tanke auf dem Hof stehen habe. Ja, das ist klar. Ja, weil wir müssen auch runter zu Feld 19. Da ist nochmal Raps. Das würde sich natürlich gleich ideal treffen.
Aber ja, da Raps wenigstens mal eine richtige Textur. Im Dank. Schwarz. Das ist schwarz, bei mir ist da hier braun. Im Tank. Im Tank. Im Tank, ja. Wollte schon sagen. Schwarz auf dem Feld, da wird schon mal Gedanken machen. Ist denn eigentlich auf Feld 10 ist auch noch Wiese drauf? Guck mal die ganzen untersten Felder an. Alles Wiese. Ja, aber das gehört ja uns. Bis dort. Feld 10. Das ist ein Riesenfeld, ist doch Verschwendung, wenn du nicht auf Wiese gehen willst. Hä? Feld 10. Da oben. Ja. Ist richtig, das aber das ist kein Riesenfeld. Geh mal in die Kartenansicht, nein, da siehst du ja, und geh da mal in die Wachstumsdinger, da siehst du ja was Grünes. Auch nur das kannst du ernten. Die Wiese, die ja so außerhalb von den Feldern ist, die geht nicht zu mähen. Ja, deswegen habe ich doch gesagt, warum ist da überhaupt Wiese drauf? Weil das schon Wiese drauf war. Das war alles schon so. Die ganzen untersten Felder, die ganze Wiese. Es ist halt scheiße, aber Flügen, da kriegst du eine Harry dabei. Ja. Wir sind alle dabei. Aber meine Freunde, wir sind sowieso erstmal wieder fertig für diesen Part. Deswegen danke mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.